Rapunzel! Rapunzel, lass mir doch dein Haar herunter! Ja, mein Prinz! Christian oder Christoph oder wie du auch nochmal hieß, ich lass dir mein Haar herunter! Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Dark Purples Rapunzels Gesang! Ja, kennt ihr das noch, das Märchen von früher? Da hieß der Prinz... Hieß der da? Matthias! Der hieß Matthias, nicht Christoph oder so. Ja, das war so ein altes, jugoslawisches, ich weiß nicht mehr was Märchen. Die habe ich früher ganz viel als Kind geguckt. Fand ich übrigens viel geiler als die modernen deutschen Märchen. Die sind immer so modern umgesetzt. Die alten mochte ich noch immer gerne. So, ich weiß nicht, jugoslawische waren, ich glaube schon. Oder ungarisch, jugoslawisch, irgendwie so. Da gab es auch die kleine Meerjungfrau und hier Cinderella, Aschenbrödel. Das kennt ja noch jeder. Die drei Nüsse für Asche. Das kennt ja noch jeder, wenn das zur Winterzeit kommt, weil das läuft dann immer. Aber die anderen alten, die laufen nicht. Und Rapunzel war eines, ich sollte vielleicht langsam mal spielen. So, Matthias, so hieß der Prinz. Was wollte ich denn hier jetzt zuletzt machen? Ich wollte ein Rätsel lösen. Und das machen wir jetzt mal. No? Das Rätsel. Drehe und füge alle Zweige ein, ohne dass sie sich überschneiden. Oh, jetzt überschneidet immer mein Gesicht wieder hier. Das Rätsel. Drehen für alle Zweige ein, dass sie sich überschneiden. Ich muss mal wieder rumprobieren. So, und da... Wie kann ich jetzt hier drehen? Was hat das jetzt mit der Mitte zu tun? Drehe und füge alle Zweige ein. Jetzt kann ich sie nehmen. Achso, und da kann ich sie drehen. Achso, okay. Ja, okay. Ohne dass sie sich überschneiden. Dann mache ich den mal hier oben rechts hin. Guck mal, der passt doch da ganz toll hin. Haben wir noch einen ganz langen? Vielleicht den sollte ich vielleicht nochmal drehen. Was haben wir hier? Oh Gott, den kann ich gar nicht erkennen. Ach, das ist so ein Ding. Mhm. Da, der könnte da noch hin. Guck mal, der könnte da irgendwie hin. Ich probier mal einfach, ne? Der muss bestimmt gedreht werden. Der muss bestimmt gedreht werden. Das ist ja auch Schmu, was ich jetzt hier gemacht habe. Das wollte ich... So wollte ich das ja nun auch nicht. Ich auch doof. Und dann ist das auch doof. Kann man das denn mal besser machen? Kann der nicht mal noch so normal? So, dann ist der scheiße. Ich glaube, der muss irgendwie in die Mitte. Da muss irgendwie drumherum gebastelt werden. Der hat so einen doofen Zweig hier. Da muss drumherum gebastelt werden. Das geht ja gar nicht anders. Den finde ich gar nicht mal so schlecht. Ohne, dass sie sich überschneiden. Die beiden können zum Beispiel so ganz gut miteinander harmonieren. Ja, aber das ist alles hier so ein bisschen hier. Vor allem der hier, ne? Den ich so schwer erkennen kann. Also verschiedene Sachen hier überlegen. Ja, so kann der natürlich auch liegen. Dann könnte der, aber dann ist da was übrig. Ich könnte ihn auch so machen. So und passt der dann da? Guck mal. Guck dir das an. Das ist doch super hier. Kann man das so? So? Ja. Wenn wir das Ganze hier so hinsetzen, so ein bisschen mehr nach da und so. Nee, bleib doch mal da. Ach, ich finde die Musik aber schön, ne? Ich finde das gut gebaut jetzt. Ich überlege, was ich da jetzt... Ist ja gar nicht so schlecht. Egal, wie ich das jetzt hier mache mit dem, der ist irgendwie auch blöd, ne? Den muss ich mal reinbringen hier, sonst wird das nie was mit euch. Euch beiden wird das nie was hier mit euch Zweigen. Wie oft habe ich das euch schon gesagt? Mann. Immer müssen die sich verdrehen. So ist auch schön, ne? So ist auch schön. Und wenn wir den jetzt nochmal so nach... Ne? Oh, das wird toll. Das wird noch was. Yay! Das hat geklappt. Tor, öffne dich. Ja. Auszeichnung erhalten. Schön. Schönes Ding. So, auf dem Server fehlt die bitte.
Da fehlt die 12. Und hier haben eine Schere noch. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Ich will da nochmal hin, dann können wir bestimmt den Hasen hier aufschnibbeln jetzt. Und was bekommen wir? Eine Teetasse. Und da fehlte doch was auf dem Teeservice. Da. Oder auch nicht da, dann eben woanders. Mann, dann eben hier. So, eine Tasse habe ich schon mal. Noch dazu. Fehlt noch eine Kanne. Mal schauen. Oh, was für ein Ungetüm. Herzklopfen. Diese Art gedeiht mit nährreichem Wasser besonders gut und Rapunzels Gesang bringt sie zum Blühen. Aha, kann ich hier nichts einsammeln? Dieses Ungetüm brauchen wir, um zu gedeihen. Okay. Ein besonderes Wasser. Hier habe ich was. Da habe ich was eingesammelt. Da habe ich auch was eingesammelt. Hier lässt sich das Wasser abstellen, aber ich brauche beide Ventilräder. Eines habe ich schon mal. Dann hört das auf. Wunderbar. Ich habe aber erst eins. Und ich habe die Kanne. Warum kommt die denn jetzt hier reingeschlichen? Die Ranke hat sich ohne mich anzugreifen wieder zurückgezogen. Ist das nun ein gutes Zeichen? I don't know. So, wir packen die Kanne dahin. Und die Schublade öffnet sich und wir bekommen das Ventilrad. Ich wusste, dass sich die Schublade öffnen wird. Ich wusste es einfach. So. Jetzt hat sich das Ungetüm doch ein wenig beruhigt. Nun kann ich Gerda zur Hilfe ein. Gerda! I saw the beanstalk and tracked you down. How can you let Gerda get captured? Da werde ich einfach mal sauer und hau konsequent einfach mal drauf. Das kann ja wohl nicht sein. Wie konntest du sie alleine lassen? 8 von 20 Steinblume. Und ein Chameleon-Objekt. Normalerweise gibt es von solchen Figuren immer 2. Das stimmt. Da ist der andere. Oh. Was? Was ist denn jetzt hier? Was hat sich denn hier jetzt geöffnet? Was hat sich denn jetzt hier geöffnet? Ich hab's schon wieder nicht... Hä? Ach so, aus seinem Maul. Ein Auge. Hat der andere auch was? Und ich klick mal wild dahinter. I saw the beanstalk and tracked you down. How can you let Gerda get captured? Hör doch mal auf mit den Vorwürfen immer, Bohnentyp. Das Herzklopfen ist nicht mehr zu hören. Ohne nährreiches Wasser schlummert die Blume. Dann lassen wir den sauren Bohnentypen mal stehen. Den Schatz der Meerjungfrau, der muss da rein. Den Schmetterling, den können wir auch schon mal einsetzen. Feueremblem. Mhm. Mhm. Melanie. Die alte Zippe. So. Warte. Ich muss nochmal hier zurück den Schmetterling einsetzen. Nein. Lass das mal. Ja. Oh, ein Wimmelbild. Ich mag Wimmelbilder. So, eine Rose. Geht ja hier schon gut ab. Die Dinge sehen halt auch gerade so aus. So, jetzt habe ich nicht, keine Ahnung. Ich habe einfach nur gesammelt. Ging auch so ganz gut. Jetzt noch die rosa Blüte. Ist die hinter mir hier? Nein, die ist nicht hinter mir. Wo ist sie denn? Auf ultimativ schwer würden wir ja jetzt schon längst das Bild eingefroren haben, ne? So wie ich hier wild rumklicke immer. Diese kleine rosa Blüte, da ist sie doch. Eine kleine Figur der Waldfee. Oh. Oh, die ist ja schön. So, jetzt gehen wir da mal wieder zurück. Wollte die Puppe nicht noch ihr Auge? Die eine? Wo ist die denn? Ah, es ist da. Orca eingesetzt. Haben wir zu lesen. Nur 2 Besucher kommen je in meinen Turm. Meine geliebte Schwester Rapunzel verbringt gerne Zeit mit mir. Doch die Amme macht mir Angst. Das hatten wir schon. Alle haben Angst vor mir. Die Amme sagt, auch Rapunzel werde mich eines Tages verlassen, weil sie den Feuerprinzen heiraten soll. Er wird sie mir fortnehmen. Das werde ich nicht zulassen. Die Ängste eines Kindes, aber sie scheinen keineswegs nur Fantasie gewesen zu sein. Nein. Da ist das kleine Mädchen böse geworden. Und daraus entstand eine Idee für ein Horrorspiel. Vielleicht. Oh, jetzt lebt die kleine Puppe auch. Die zwinkert uns mich jetzt zu. Ja, so ist das. So, jetzt können wir die Waldfee-Figur da erstmal einsetzen. Im Moment ist es ja noch recht simpel alles. So,
Brecheisen, Meißel, Sternemblem. Können wir vielleicht damit die Tonne oder so? Oder damit? Brecheisen können wir es aufmachen. Und bekommen. Steinblume 9 von 20 und... Ach, da ist noch was. Einen goldenen Apfel und römische Ziffer 12. Na, dann haben wir ja jetzt was für die Uhr. Ein Rätsel, wieder mal. Warte, erstmal gehe ich nochmal raus hier. Geh nochmal zurück. Nochmal rein. Ist hier was zum Einsammeln? Ah, nicht, dass ich das danach nicht mehr anklicken kann. Geschickt eingefädelt. Berühre die Zeiger und dann die Pfeile, um alle Symbole richtig anzuordnen. Was? Führe die Zeiger... Ach, das hat was hier mit außen zu tun, oder? Ja, das sieht irgendwie... Berühre die Zeiger und dann die Pfeile. Um alle Symbole richtig... Ja, aber wie soll ich die anordnen? Wie denn? Da ist ein Pilz und ein Stern. Habe ich hier irgendwie einen Tipp? Oder so? Sind die anderen schon richtig gewesen? Die kann ich auch drehen. Mond und ein Hirsch. Also hier ist Wasser, da gehört bestimmt der Fisch hin. So, Fischi. Fischi bleibt jetzt mal unten. Und der große Zeiger bleibt da. Blume passt da ja auch hin, der Pilz passt in den Wald. Nehmen wir mal Mond und Hirsch und bewegen den mal weg. Mond ist oben gut, der ist dann im Himmel. Ich habe das nämlich erst jetzt gesehen hier mit dem Hintergrund. Das ist immer so doof, wenn man hinterher das sich anguckt, denkt man mal, ist doch voll offensichtlich das Rätsel und so. Wenn man irgendwie in der Aufnahme oder hinterher im YouTube-Bild ist das alles so offensichtlich. Aber wenn man das alles immer auf dem großen Monitor sieht, denkt man immer, das war's und was? So geht's mir immer. Jedenfalls mir. Nein, der Mond. Und dann blinkt das auch rot, wenn es falsch ist, ne? Dann macht das okay. Jetzt geht das aber ganz langsam. Das finde ich blöd. Geh mal schneller. So, kann ich das jetzt nicht mehr drehen? Nee, mach mal weiter. So, der Hirsch ist nämlich jetzt gut da. Oh, jetzt ist der aber wieder falsch. Ach, das geht ganz schnell. Und da geht's zurück. Geh mal einen kleinen zurück. Einen kleinen zurück. Bin ich jetzt so? Aber dann macht er nicht schnell, dann macht er irgendwie blöd. So, der ist im Wald, der Hirsch. Da bleibt er jetzt, mit den Pilzen. Verdammt. Da bleibt er aber nicht. Der Mond muss nach oben. Ja, so ist gut. Hirsch und Mond ist jetzt gut. Blume, weiß ich nicht wohin. Kann natürlich auch sein, dass... Ja, und der Stern muss natürlich auch woanders hin. Der Stern, der Stern. Der Pilz ist doch falsch da. So ist der Stern gut. So ist der Stern gut. Mach mal so. Ja, aber gleich ist der Stern wieder falsch. Oh, jetzt habe ich es richtig. Yeah! Wuhu! Oh Gott. Auszeichnung erhalten. Erstmal ein Hustflash hier. Ach, die Schwestern 1 von 4 haben wir geschafft. Und ein Mondemblem haben wir bekommen. Ein Mondemblem. Sternemblem, Mondemblem. Ich gehe da nochmal hin. Ja, guck mal, hier ist sie doch. Dieses Schloss scheint nur mit zwei himmlischen Emblemen zu öffnen zu sein. Wieso habe ich eigentlich nicht gleich hier drauf geguckt? Oh, kann nicht mehr reden. So. Gerda, oh, can you hear me? Are you all right? Rapunzel, it's really you. Ha,
I've been searching for you for so long. Matthias. I'll listen to you go on and on. Don't waste your breath. Rapunzel belongs to me now. Isn't that right, Rapunzel? Won't you sing for me? Wait, Rapunzel! We're no match for this monster! We must retreat! When I say jump, do it! Now, jump! Ich muss das Bewusstsein verloren haben. Wo bin ich? Wo ist Roland? Kapitel 3, Entschuldigung. Ja. Und hier steht sie irgendwie. Voll der Geist. Was ist los mit ihr? Rapunzel? Ist das nicht Rapunzel an der Treppe? Tschüss, Rapunzel. Jetzt geht sie weg. Wir haben sie verscheucht. Rapunzel? Aber sie war doch gerade erst im Turm. Weiß auch nicht. Wir sammeln mal den Zwerg ein. Die kleine Krähe krächzt. Hier brauche ich einen silbernen Apfel. Hier brauche ich einen goldenen Apfel. Den haben wir schon mal. Toll. Oh, Chameleonerbär. Ja, ich werde immer besser hier. Ja, das war toll gerade. Jetzt weiß man, dass es die böse Schwester war. Hier gehört ein mächtiger Greif hin. Was steht hier? Die Zwillinge der Kaiserin Brunhilda, einer Schülerin der Göttin Flora, erhielten von dieser die Gaben des Feuers und des Eises. Gaben des Feuers und des Eises. Feueremblem? Oder dahin? Nein. Und da haben wir auch noch was. Steinblumenlilie. Was ist hier? Noch eine Maske. So weit reicht mein Arm nicht. Hm. Uhuhu. Uhuhu. Das Wasser auf dieser Seite ist eiskalt. Meine Finger sind schon ganz taub. Da fehlt ein Rosenornament. Habe ich nicht, aber wir können was lesen. Aus meiner speziellen Züchtung ist eine wahre Horrorpflanze gewachsen. In der Nähe von Wasser gedeiht sie prächtig und wartet dort auf ihre Beute. Nur die scharfen Spitzen eines Dreizacks können ihr gefährlich werden. Unfassbar. Die scharfen Spitzen eines Dreizacks. Ach so, ja. Dreizack, ja. Gut. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Oh Gott. Was machen die beiden denn da? Er entführt sie. Rapunzel und Roland, kennen sie einander? Man weiß es nicht. Da ist der andere Apfel. Das Netz wäre schön nützlich, aber ich müsste es flicken. Habe ich noch nicht. Kann ich noch nicht. Dieses Becken aus blauen Kristallen hat eine Aussparung. Wie zum Beispiel dieses Feuer-Emblem. Auch. Es muss eine Möglichkeit geben, Licht in diese Halle zu bringen. Vielleicht hat der Altar etwas damit zu tun. Auch noch ein Zwerg. An der Orgel ist etwas eingraviert, aber es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Sag doch mal was hierzu. Sag doch mal was zu dem Bild mit Rapunzel. An der Orgel ist etwas eingraviert. Diese Mischung aus heiß und kalt schafft eine angenehme Temperatur. Ja. Über der Tür ist ein Ornament mit Blumen angebracht. Ich mag das Spiel. Ich finde das toll. Ich habe immer gedacht, der Schmerz der Schneekönigin wäre so mein Favorite, aber Rapunzels Gesang finde ich echt gut gemacht. Also das finde ich echt schön. Es hat so die gute Mischung aus Fantasy, Märchen, bisschen Spannung, mystisches Gesinge, Horroraugen, ne? Naja. Naja. Wer ist da? Eine Statue von Schneewittchen. Aber was ist dies für ein Ort? Oh, das wird hier auch so geflüstert im Hintergrund. Steinblume 11:20. Und da bekommen wir ein Näs-Head. Da können wir das Dings flicken. Die Blume ist ganz kalt. Was ist da? Zwerge, Zwerge, ganz viele Zwerge. Und noch was. Schneeornament, Bronze, bababa. Jetzt packen wir mal hier die Zwerge erstmal hin. Jawohl. Haben wir direkt schon gemacht. Oh, eine neue Parabel! Die hören wir uns natürlich an. Da freuen wir uns drauf. There was a time, long, long ago, when gods resided among the masses, spreading their will through the people. One such goddess was the deity of flowers, Flora. She stood for neither good nor evil, but in the balance of nature and the way of the fates.
The legends of old would tell of Flora showing favor to certain individuals. Chosen by virtue of character, they were the guardians of Flora. For each guardian chosen, there would be another of opposing nature to balance them. The guardians were given special powers along with immortality, allowing them to better uphold Flora's legacy. But the gifts were not always a boon. Once chosen, a guardian could only follow the goddess's will and face eternal life, hoping one day to be able to find the wisdom in her decision. Okay. Wieder was erfahren. Die Blütenblätter sehen aus, als wären sie aus Schnee. Und immer dieses leise Geflüster hier im Hintergrund. Ist schon toll. Diese Statue sieht dem Original zum Verwechseln ähnlich. Ach, das ist so schön. Was ist das hier gewesen? Schneewittchen-Kamee, ein Geheimfach. Doch wie kann ich es öffnen? Na, indem du da die Masken reinpackst. Wo ist denn unsere andere? Da haben wir schon mal eine. Die andere ist noch da in diesem See oder was. Ich glaube, das kommt noch alles. Schneewittchen, Hüterin des Edelweiß. Sie gebietet über Eis und Schnee. Wieso denn Schneewittchen? Ach ja, das war ja hier alles anders, ne? In Dark Parables ist alles ein bisschen anders. Soweit reicht mein Arm nicht. Na gut, dann flicken wir mal erstmal das Fischernetz. Dann können wir das bestimmt auch holen. Dafür muss ich hier hin. Was ist da? Jetzt können wir das nehmen. Jetzt holen wir uns das. Schnapp dir die Maske. Hier können wir noch nicht hin. Okay, dann gehen wir da nochmal hin. Packen da die andere Maske rein. Aber eine fehlt ja, ne? Eine fehlt doch. Und uns fehlt noch eine. Das können wir nochmal lesen. Nachdem er ihr das Leben gerettet hatte, vermählte sich Schneewittchen mit dem Froschkönig, obgleich ihr Bruder der Verbindung nicht zustimmte. Sie waren sehr glücklich, doch eines Tages wurde ihr kleiner Sohn angegriffen und sank in ein tiefes Koma. Verzweifelt traf Schneewittchen eine fatale Entscheidung. Ihr war diese Geschichte über einen Zauberspiegel zugetragen worden, der sich in einem Palast befinden und alle Wünsche erfüllen sollte. Doch dieser Spiegel weckte auch das Schlimmste in dem, der ihn besaß. So kam es, dass die schreckliche Schneekönigin geboren wurde. Ach ja, das war ja so. Stimmt. Schneewittchen war ja dann später die Schneekönigin. Ich hoffe, Schneewittchen und ihr Sohn sind nun glücklich. Ja, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr euch auch da nochmal gerne das Let's Play zu Dark Parables Schmerz der Schneekönigin angucken. Da ist nämlich die Geschichte von ihr. War ein toller Teil. Kann ich nur empfehlen. So, ja. Ein Rosenornament. Haben wir denn sowas? Gefrorenen Baumes. Die Kamen. Kann man hier nichts hinsetzen? Eines gefährlichen Jägers gehört dahin. Auch das, das haben wir aber noch nicht. Glaube ich. Gehört das Schneeding da rein? Ja, okay. Ah, dann kriegen wir die Maske. Fantastisch, was für ein Anblick. Als wären die Elemente aus Wasser und Feuer miteinander verschmolzen. Ja. So, jetzt können wir hier nochmal das lesen. Wo Feuer ist, da ist auch Eis. Zwischen allen Kräften muss ein Gleichgewicht herrschen. Gut und Böse, Bewahrung und Zerstörung, Leben und Tod. Auch die Dunkelblume, die verfluchte, verbotene Pflanze, wird zu einem Gleichgewicht führen. Das Thema des Gleichgewichts der Natur herrscht hier vor. Ja, das finde ich schön. Das haben die toll... Ach, ich bin ja schon ein bisschen verliebt in das Spiel. No? Das Bildnis eines gefrorenen Baumes. Das wird dann ja wohl... Achso, es muss in die Mitte, ne? Okay, aber nur eine Hälfte? Fehlt uns noch was? Das Steuerrad bewegt sich keinen Millimeter. Ich sollte mich nach dem fehlenden Ornament umsehen. Ist das der Fisch? Der sieht aber so aus, als gehört er hin. Nee. Gut, dann ich bringe mal eben die Maske weg. Machen wir das mal zuerst. So. Drehe die Felder, bis die gleichen Masken aneinander liegen. Oh Gott. Aber das letzte Mal funktioniert das ganz gut. Wenn die Rätsel sich so... Ja, wenn das so weiter funktioniert, ist es okay. Aha, das stimmt jetzt hier schon mal. Das ist richtig. Da heult einer. Können wir das vielleicht so machen? Genau. Damit der so... der Erschrecker da. Und dann kommt der Böse. Der Böse. Jetzt wieder einer, der heult. Der heult. Und hier wieder so ein komischer... Oh. Ein bisschen aggro. Oh.
Ja, jetzt leuchtet aber alles hier. Und dann können wir dann den noch nehmen. Und das vielleicht noch mal ändern. Das geht gar nicht. Der ist erschrocken. Und nein, die Mitte stimmt nicht. Was kann man denn da machen? So können wir machen. Nee, können wir nicht. Ach, Manno. Ist aber voll gut jetzt. Hm. Vielleicht den, der heult. Das so nochmal machen. Ja. War gar nicht so schlimm. War gar nicht so schwer. Wieder eine Auszeichnung bekommen. Geliebter Bruder, auch ich habe vom Niedergang des Königreichs Floralia und von dem Verschwinden der Prinzessin gehört. Was für ein schrecklicher Verlust. Ich möchte dir mein tiefstes Beileid aussprechen. Bitte lass uns unseren Streit vergessen und komme deine Familie besuchen. Schneewittchen. Mann, Schneewittchen. Roland ist der Bruder Schneewittchens. Sie sind sich so gar nicht ähnlich. Ach so. Ach so, die sind also Geschwister, auch so. War's hier, oder? Na, das kann man sich noch durchlesen, wenn man will. Und nochmal und nochmal und nochmal, um das wirklich zu realisieren. Dass das jetzt die Schwester ist, ne? So, jetzt können wir hier klimbim. Die königliche Familie nach Belladonnas Geburt. Das Gesicht des Königs ist nicht mehr zu erkennen. Das Bild ist wohl ziemlich alt. Irgendwie lässt sich dieses Fach bestimmt öffnen, indem wir da bestimmt was reintun. Dem Ritter fehlen Schild und Schwert. Schild habe ich schon mal. Habe ich auch schon ein Schwert? Ich habe einen Hammer. Will der einen Hammer? Hammer ist auch okay, oder? Nee. Er will schon ein Schwert. Er ist ja ein Ritter. Einige Jahre nach dem Tode von Königin Violante vermählen sich König Crisanto erneut. Seine Gemahlin war Königin Melanie. Eine stille, ernste Frau. Die frühere Amme wurde zu ihrer Zofe. So war das also. Irgendwie finde ich es beunruhigend, dass das Gesicht der Amme nie gezeigt wird. Ja, weil die ja so böse ist. Und das ist bestimmt die Gotel. Dieses Mosaik zeigt den stolzen Prinz Roland. Dieses Mosaik zeigt das elegante Schneewittchen. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh Mann. Schneewittchen, Schneewittchen, Schneewittchen. Wo sollen wir denn jetzt mal hin? Hier ist noch was. Unter der Eisschicht verbirgt sich etwas. Ach so, mit dem Meißel können wir da bestimmt ran. Das war aber jetzt hier schon ziemlich in der Ecke. Braucht etwas Schweres, den Hammer. Natürlich. Da. So. Oh. Los geht's. Ein weiteres Wimmelbildspiel. Das ist schön. Es ist kalt hier, wenn ich immer aufnehme. Das ist irgendwie... Ich habe schon die Heizung hochgedreht. Aber... Oh. Ja. Ist es bei euch auch gerade so kalt? Oder bin ich alleine mit meiner Kälte? So. So, jetzt habe ich aber genug rumgerätselt. Jetzt gucke ich mal, was wir noch einsammeln sollen. Irgendwie das da, genau. Dann noch das da. Und das war's schon. Achso. Schwert fertig. Für den Ritter. Ich bin ja, es ist auch schnell hier, was ich mache, ne? Also, ist alles schon halt Dark Parables-Style. Über der Tür ist ein Ornament mit Blumen angebracht. Gibt es denn hier jetzt eigentlich noch Chormedion-mäßig was? Oder Blumen? Habe ich hier noch was übersehen? Was ist so blumig hier, dass man, ja, schnell was übersehen kann? Gehen wir da rein. Oh nein, Roland scheint verletzt zu sein. I'm glad to see you're all right, Detective. Here. Take this and go to the canal. You can find a boat there. Aufgabe aktualisiert. I suppose you figured out that I am Prince Ross Red, ja, haben the wir. Brother of Snow White. Ja, sie wollte doch, dass ihr euch versöhnt und du kommst und so. 2 von 4 von Schneewittchen und der Feuerprinz. Alabasterlöwe. Diese Blumen scheinen die Hitze zu mögen. Löwenhafter Mut. Was steht da? Feuerrose. Aha. Eine Feuerrose? Eine stolz und lebensechte Statue von Prinz Roland. Und? Noch was und noch was. Und zwar ein Feuerrosenemblem und Steinblume 12 von 20. Was machen wir mit all diesen Blumen eigentlich? Ich weiß es noch nicht. Da brauche ich den passenden Schlüssel. Den haben wir noch nicht. Immerhin haben wir jetzt dieses Feuerrosenemblem und ein gutes, großes Chamäleonobjekt. Und da ist auch wieder die
Dark Parables epische Musik. Herrlich. So toll. Ja. Da hinten fehlt mir was. Da könnte der Anker rein. Jawohl. Und dann können wir da rein. Hey. Da ist auch das Boot. Gucken wir mal erstmal, was hier noch ist. Zack. Und Schwertschlüssel und die drei Artefakte des Königreichs Floralia. Das hören wir uns noch an. Die aber nicht mehr jetzt. Die Griffe müssten wohl nach nautischen Vorbildern gefertigt sein. Könnte ja der Fisch schon mal rein. Der eine zumindest. Der andere fehlt noch. Die Ruder scheinen zu fehlen und das Boot steht halb unter Wasser. Das ist natürlich doof. Hm, die Karte zeigt Kanäle, die von hier zum Eingang des Königreiches führen. Da ist noch ein Kanäle. Ja, ich finde sie doch. Die Chamäleon-Objekte. Die Teufelskirsche, hier bei uns gewöhnlich unter dem Namen Dunkelblume bekannt, scheint nicht mehr im Königreich zu blühen. Der Grund für ihr Verschwinden ist nicht bekannt, aber bedenkt man ihre Eigenschaften, so ist ihr Verlust in unserer heimischen Flora nicht zu bedauern. Wer hat diese schreckliche Pflanze wieder eingeführt? Teufelskirsche gab es vor dem Mittelalter, da hat man ja die Leute immer mit vergiftet. Hm, die Karte zeigt Kanäle, die von hier zum Eingang des Königreiches führen. Aha, mhm. Was ist da? Achso. Gut, dann... Was ist da? Was war denn das für eine Kreatur im Wasser? Das war bestimmt wieder diese so Horrorblume. Und da ist noch der Adler, den wir mitnehmen können. Jetzt haben wir auch nämlich Tiere. Ja, Leute. Dann gehen wir mal wieder hier zurück. Und dann setze ich mal die... Ach, da guck mal, da kann man schon wieder wimmeln. So, Löwe, Adler, fertig. Leuchten. Und dann kriegen wir den Fisch und... Ach, das... Eines führt zum anderen hier. Und was hier ist und was weiter ist und was wir noch einsammeln und was noch sich ineinander fügen wird, das sehen wir im nächsten Part von Dark Parables Rapunzels Gesang. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!